Mein Name ist Magnus Redeker, ich bin von Fraunhofer USB INA in Lemgo und ich berichte heute zusammen mit meinem Kollegen Dennis Quirin von der Universität Bielefeld zu neuen Wegen in der datengetriebenen Produktion aus dem Projekt I4.0 Autosurf. Genau, wurde eben schon erwähnt, das ist ein Innovationsprojekt, heißt ausgeschrieben, mein Laserpointer an, Industrie 4.0 Ökosystem für den automatisierten Einsatz von datengetriebenen Services. Das Projekt läuft jetzt seit etwa einem Jahr und endet voraussichtlich im Dezember 2024. Es wird geleitet durch Weidmüller und trägt bei zu den Leistungsbereichen maschinelle Intelligenz und digitale Infrastruktur aus dem ITS-OWL. Projekt. Genau, I4.0 Autosurf hat neben Weidmüller Universität Bielefeld und Fraunhofer Lemgo auch noch die Partner Universität Paderborn, Lenze und Remmert an Bord. Ja, welche Problemstellung betrachten wir in diesem Projekt? Mittlerweile hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Erheben und Aufbereiten von Maschinen und Produktionsdaten für Unternehmen immer bedeutender wird. Die Aufbereitung von Daten ermöglicht beispielsweise Wartungs- und individuelle Serviceangebote. Ein Maschinenbauunternehmen kann beispielsweise zu seinen Maschinen einen Service anbieten, der die Maschine mit Hilfe von Daten für seine Kunden und Kundinnen individuell konfiguriert. Ein Beispiel. Und für das Sammeln analysieren und aufbereiten der nötigen Daten sind IT-Plattformen notwendig, die sicher und skalierbar sind. Und dies stellt zumeist eine größere Hürde dar, aufgrund der höheren Komplexität und des benötigten Fachwissens. Und hier setzt I4.0 Autosurf an mit dem Ziel, die vollständige Automatisierung der einzelnen Schritte zur Realisierung datengetriebener Services in einem Industrie 4.0 Ökosystem zu ermöglichen, sodass Unternehmen die Möglichkeit haben, datengetriebene Services für ihre Produkte und Produktionen eigenständig zu entwerfen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne sich, und das ist der Punkt, Gedanken um den technologischen Rahmen machen zu müssen. Ich würde gerne noch eine kurze Definition anführen. Ich werde und mein Kollege Dennis auch in Zukunft viel von Value-Based Services reden, oder hier auf den Folien wird es oft mit VBS abgekürzt sein. Das sind letztendlich diese datengetriebenen Mehrwertdienste, die wir meinen, beispielsweise Anomalieerkennung, Fehlerklassifikation oder auch Schätzung verbleibender Lebensdauern von Shopfloor-Assets wie beispielsweise Maschinen. Wir haben drei Handlungsfelder ermittelt. Handlungsfeld 1 wäre das Erstellen von verlässlichen datengetriebenen Diensten. Background ist, dass Unternehmen in der Regel Spezialwissen haben, welches sie für ihre Wertschöpfung primär benötigen. Softwaretechnische Fähigkeiten für die Erstellung von VBS gehören dann teilweise nicht zu diesen Kernkompetenzen produzierender Unternehmen hinzu. Ein Ziel muss es daher für uns sein, diese Unternehmen zu befähigen, datengetriebene Service für ihre Produkte und Produktionen eigenständig zu entwerfen und kontinuierlich weiterentwickeln zu können und beispielsweise auch intelligente Produktionssysteme dazu zu befähigen, VBS eigenständig anzulernen und auszuführen. Ja, nach dem Erstellen von verlässlichen datengetriebenen Diensten ist das nächste Handlungsfeld das Ausführen von datengetriebenen Diensten auf unterschiedlichen Ebenen. Value-Based Services haben unterschiedliche Anforderungen an die Rechenleistung. Manche sind sehr rechenintensiv, werden deshalb eher in der Cloud ausgeführt. Andere sind eher verlangen kleinere Latenzen, also dass die Daten schnell bei ihnen ankommen und müssen deswegen so nah wie möglich an der Maschine ausgeführt werden, beispielsweise auf der Edge oder Embedded. Genau, hatte ich schon kurz erwähnt, VBS haben unterschiedliche Anforderungen an Datenqualität, also Datenmenge, Latenzzeiten etc. Und Ziel von I4.0 Autosurf ist natürlich auch, für jeden VBS eine optimale Ausführungsart zu ermitteln, also optimal im Sinne von Rechenleistung, Datenqualität und als dritten Punkt auch noch die Kosten zu berücksichtigen. Dritter Punkt. Jetzt wird Services erstellt, wird ausgeführt, jetzt muss er mit Daten versorgt werden. Ja, und zur bedarfsgerechten Versorgung müssen Datenflüsse unabhängig von ihrem Technologielevel bereitgestellt werden. Dies muss flexibel, interoperabel, automatisiert und ressourcenschonend erfolgen. Daraus ergibt sich dann letztendlich unsere Zielstellung.
Wir wollen die Realisierungshürden für VBS überwinden, um konventionelle Wertschöpfungsprozesse mit digitalen Wertschöpfungen zukunftssicher zu ergänzen und erstellen dazu ein interoperables Ökosystem, welches die Hürden auflöst durch Automatisierung und Assistenzsysteme, ja, um die vorhandenen Daten dann zur Wertschöpfung zu monetarisieren. Die geplante Lösung, wie sieht sie aus? Wir haben im Rahmen einer Usage View zunächst unser System definiert und nach außen abgegrenzt. Wir haben Rollen definiert, die mit diesem System interagieren, beispielsweise einen Plant Operator, einen VBS-Integrator, einen Shopfloor-Provider, Asset-Provider oder auch einen Data Scientist. Wir haben Use Cases ermittelt und definiert und basierend auf diesen drei Definitionen haben wir fundamentale Komponenten abgeleitet und deren fundamentalen Fähigkeiten beschrieben. Und diese fundamentalen Komponenten sind diese vier, die hier aufgelistet sind. Wir haben die VBS-Bereitstellung, wir haben ein Matching zwischen VBS und Shopfloor-Assets, wir haben ein VBS-Deployment und letztendlich dann auch eine automatisierte Datenbereitstellung. Und das alles auf Basis digitaler Zwillinge. Was wir hier im Bild rechts sehen, ist hier am unteren Rand hätten wir Shopfloor-Assets gelistet und hier oben hätten wir die Value-Based Services, die in eine Value-Based Service Toolbox integriert sind. Und diese blauen Kästchen, die Sie hier sehen, das stellt den digitalen Zwilling in Form einer Verwaltungsschale dar. Und die weiteren Komponenten, die wir hier sehen, ist, dass wir eine Pipeline entwickeln, die oder entwickelt haben teilweise bereits, die es ermöglicht, Value-Based Services auszuwählen, sie zu trainieren und dann letztendlich dann zum Deployment in die Cloud, in das Cloud Edge Continuum zu übergeben. Und in der Mitte sehen wir auch noch die automatisierte Datenplattform, die die Daten zwischen den Shopfloor Assets und den Value-Based Services zum Training oder auch den Value-Based Services, wenn sie ausgeführt werden, hin und her transportieren. Und hier auf der rechten Seite hätten wir diese Matching-Komponente, die basierend auf den digitalen Zwillingen die richtigen Value-Based Services für die richtigen Shopfloor-Assets auswählt. Genau, und diese Komponenten gucken wir uns jetzt einmal im Detail an. Genau, ich würde gerne mit dem Matching starten, Matching von Value-Based Services und Shopfloor-Assets. Ich hatte schon erwähnt, alle Komponenten des Ökosystems werden mit einer Verwaltungsschale ausgestattet. Auf Englisch nennt sich die Verwaltungsschale Asset Administration Shell, abgekürzt AAS. Und letztendlich ist diese AAS ein Industrie 4.0 konformer digitaler Zwilling mit standardisiertem Informationsmodell und standardisierter Programmierschnittstelle API. Und diese Standardisierung wird durchgeführt durch die Industrial Digital Twin Association. Ja, und durch die Verwendung Industrie 4.0 konformer digitaler Zwillinge stellen wir als sicher, dass unser System, das I4.0 Autosurf-System, letztendlich auch über die Projektgrenzen hinaus anwendbar sein wird. Genau, und fürs Matching haben wir zwei Ziele definiert. Ziel 1 ist, dass wir einen Service implementieren, der es ermöglicht, Verwaltungsschalen zu generieren, also digitale Zwillinge zu generieren. Dieser Service soll on-demand standardisierte digitale Zwillinge erzeugen für Shopfloor-Assets, für Value-Based Services und dann weitergedacht auch für Compute-Ressourcen und diese Verwaltungsschalen dann in dem Ökosystem verfügbar machen. Genau, und dabei setzen wir auf Teilmodelle, die im Rahmen der IDTA, also der Industrial Digital Twin Association, standardisiert werden. Und dadurch, dass wir diesen Service haben, stellen wir auch sicher, dass alle digitalen Zwillinge, die in dem Ökosystem vorhanden sind, dass sie den Anforderungen unserer Matching-Komponente genügen. Und das ist das zweite Ziel, was wir hier ausgeben, dass wir diesen Service zum Matching von Shopfloor-Assets, VBS und Compute-Ressourcen implementieren auf Basis der Verwaltungsschalen der entsprechenden Komponenten. Und hier ist der Fokus zunächst auf dem Matching von Shopfloor-Assets und VBS. Genau, wie kann das Matching jetzt im Detail aussehen? Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite einen Value-Based Service und einen beispielhaften auf der rechten Seite ein beispielhaftes Shopfloor-Asset Y.
Und hier diese blauen Kästen wiederum die digitalen Zwillinge. Und diese digitalen Zwillinge enthalten Teilmodelle. Beispielsweise hätte er Value-Based Service X, würde ein Teilmodell Software Nameplate enthalten, was die Anwendungsdomäne des Services beschreibt. Oder ein Teilmodell Capability enthalten, welches die Fähigkeiten des Services beschreibt, sowie die Datenanforderungen. Und darüber hinaus dann noch ein Teilmodell Deployment, was Anforderungen an die Compute-Ressourcen stellt und gegebenenfalls weitere Teilmodelle. Hingegen das Shopfloor-Asset auf der rechten Seite hätte ein Teilmodell Digital Nameplate, was die Anwendungsdomäne des Shopfloor-Assets beschreibt. Die Fähigkeiten des Shopfloor-Assets werden im Submodell Capability beschrieben und dann hätten wir noch die Teilmodelle Asset Interfaces Description und Time Series Data, die beschreiben, wie auf historische und Live-Daten des Shopfloor-Assets zugegriffen werden kann. Ja, und die Matching-Komponente, die liest die digitalen Zwillinge von den Value-Based Services und die digitalen Zwillinge des Shopfloor-Assets und vergleicht dann die Beschreibung innerhalb der Teilmodelle. Man könnte beispielsweise für VBSX und Shopfloor-Asset Y herauskommen, dass sie in derselben Domäne angewandt werden und dass die benötigten Daten, also die der VBSX benötigt, vom Shopfloor Asset Y bereitgestellt werden. Folglich ergibt sich, dass Value-Based Service X zur Anwendung auf Shopfloor Asset Y geeignet ist. Hier sehen wir das jetzt nochmal in so eine Art Ablaufdiagramm. Wir haben hier als zentrale Komponente in der Mitte einen digitalen Zwillingsserver, und zwar setzen wir auf eine Komponente von der IDTA, den ASX-Server. Wir haben auf der linken Seite den Verwaltungsschein Generator-Service für Shopfloor-Assets sowie den Verwaltungsschein Generator-Service für VBS, für Value-Based Services. Die werden getriggert durch beispielsweise ein Shopfloor-Operator oder auch ein VBS-Provider, die die nötigen Daten zusammen mit dem Trigger überreichen. Und diese Generator-Services erstellen dann die Verwaltungsschalen und publizieren sie in dem Verwaltungsschalen-Server. Ja, sodass dann in dem Server Verwaltungsschalen der Shopfloor-Assets 1 bis N und von den VBS 1 bis M verfügbar sind. Auf der rechten Seite sehen wir den Shopfloor-Operator beispielsweise, der wiederum den Matching-Service triggert. Der Matching-Service liest die digitalen Zwillinge, wie wir es auf der vorherigen Seite gesehen haben, und vergleicht dann digitale Zwillinge von Shopfloor-Assets und VBS und übergibt an den Shopfloor-Operator wiederum die Matches. Und diese Matches kann der Shopfloor-Operator dann durchgehen und entscheiden, welche Matches, also welche Value-Based Services auf welche Shopfloor-Assets jetzt wirklich ausgeführt werden. Und dann triggert er das entsprechende Deployment der Value-Based Services. Und an dieser Stelle würde ich gerne an meinen Kollegen Dennis übergeben. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Für alle, die eben in der kleinen Vorstellungsrunde nicht dabei waren, ich bin Dennis Quirin und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bielefeld und arbeite jetzt auch seit gut ein Jahr, also seit Start des Projekts, auch an dem Projekt, vornehmlich in der VBS-Bereitstellung und auch in dem Deployment. Und deswegen sind das auch gerade die Parts, die ich Ihnen heute vorstellen darf. Zum Thema VBS-Bereitstellung, das hat mein Kollege Magnus eben schon so ein bisschen angeteasert. Da befinden wir uns jetzt in unserem ersten Handlungsfeld, was wir eigentlich in der Problemstellung schon konkretisiert haben. Wo wir gemerkt haben, alles klar, es fehlt immer noch ein bisschen Kompetenz oder oftmals fehlt Kompetenz eben genau in der Entwicklung von solchen Value-Based Services und eben in der Analyse. Und wie wollen wir das Ganze adressieren, beziehungsweise welche Tools benutzen wir auch? Da möchte ich einmal zu ganz Beginn ML4 Pro Flow vorstellen. Das ist unsere sogenannte VBS-Toolbox, die wir im Rahmen eines Vorgängerprojekts entwickelt haben, dem Itzovel-Projekt ML4 Pro Quadrat. Kennen vielleicht manche schon, deswegen will ich da auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Grundsätzlich ist hier nur gut zu wissen, das ist eben genauso ein Framework, in dem wir es ermöglichen,
eine Datenverarbeitung kontinuierlich zu absolvieren. Und wir haben dementsprechend auch verschiedene Vorteile, die zum Beispiel für das Deployment nachher im Anschluss auch sehr wichtig sind, sowas wie Plattformunabhängigkeit. Das heißt, wir können mit unserem Framework eben auf verschiedene Plattformen auch das Ganze ausführen. Wir sind datenunabhängig und das Ganze kann mit wenig Overhead, also modular und skalierbar, eben ausgeführt werden. Warum ist das jetzt nur ein Startschuss oder warum können wir das jetzt nicht einfach nehmen? Zum einen ist es so, dass natürlich dieses Framework noch gefüllt werden muss mit solchen Value-Based Services. Und zum anderen lag der Fokus bei der Entwicklung der Toolbox nicht generell auf die eigene Implementierung, sondern auf die Anwendung solcher Dienste. Die Anwendung umfasst aber eigentlich nur das Ausführen, also das leichte Ausführen und das leichte Erstellen von Verarbeitungsketten. Aber grundsätzlich braucht man eben auch Know-how, um zu wissen, welche Module an sich kann ich denn jetzt für mein Vorhaben, also will ich jetzt eine Anomalieerkennung durchführen an meiner Maschine, welche einzelnen Teilmodule kann ich denn überhaupt verwenden oder welche Teilmodule sind die besten? Und deswegen können wir dieses Tool, was wir selber entwickelt haben, gut nutzen, müssen es aber eben noch weiterentwickeln und deswegen dient es als Basis für die Implementierung der datengetriebenen Services. Und wir beschränken uns hier nicht nur auf ML-Services, aber als grundsätzliche Beispiele wollen wir das Ganze an einer Anomalieerkennung, Klassifikation oder Regression oder einer Restlebensdauerprognose darstellen und überprüfen. Wenn wir einmal zur nächsten Folie gehen, dann sehen wir zum Teil schon die Herausforderungen, die ich eben ein bisschen beschrieben habe. Also auch unabhängig von der Toolbox brauchen wir immer noch Know-how, um Datenflüsse zu erstellen, zu generieren, zu trainieren und auszuführen. Wie kann das Ganze aussehen oder welche Lösung schwebt uns dabei vor? Welche Lösung haben wir da im Sinn? Die wir dann im späteren Zeitpunkt nochmal genau konkretisieren. Das ist eben, dass es viele ML-Services oder auch viele Value-Based-Services gibt, die eigentlich eine klare Verarbeitungskette vorsehen. Das heißt, wir haben erst ein Pre-Processing, wir haben vielleicht eine Future-Extraktion und dann kommt eigentlich die eigentliche Berechnung des sogenannten Value-Based-Services. Und dieser relativ starre Aufbau von so einer Verarbeitungskette können wir uns zunutze machen und sagen, alles klar. Wir können Datenflüsse zum Teil schon vorkonfigurieren durch einen Experten, der das nötige Know-how hat. Der kann dann eben auswählen, welches Pre-Processing ich für eine bestimmte Gruppe an Mehrwertdiensten in Betracht gezogen werden können und dementsprechend aus einem breiten Pool der Algorithmen auszuwählen. Das Ganze wird dann automatisch trainiert und die jeweiligen Methoden, die dann durch den Experten, also der Experte gibt dann eine in diesem Template, in dieser vorkonfigurierten, in dem vorkonfigurierten Datenfluss, gibt er verschiedene Methoden an, wie ein Problem gelöst werden kann. Und durch das automatische Training von Trainingsdaten kann dann eben über eine integrierte Kreuzvalidierung eine spezifische Methode, die bestmögliche Methode ausgewählt werden und diese dann anschließend getestet werden auf mögliche Fehlerfälle. Und schlussendlich würde dann ein ganzheitliches Modell für eine explizite Problemstellung herausfallen. Das Ganze ist auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen detaillierter dargestellt. Auch als Beispiel, wie so ein Template zum Beispiel aussehen kann. Ich habe es eben gesagt, es gibt Schritte, die sind eigentlich immer wiederkehrend, sowas wie Pre-Processing oder Feature Engineering. Diese Methoden basieren dann eben immer auf der Vorauswahl des Experten. Und in diesem Template wird dann eigentlich nur festgelegt durch den Experten, dass es eine Vielzahl von Methoden gibt, wie zum Beispiel eine Support Vector Machine oder ein Random Forest.
oder eine PCA, die alle für eine bestimmte Problemstellung gut geeignet sind. Aber wir wollen natürlich die beste für unser spezifisches Problem auswählen. Über eine Initialisierung der Kreuzvalidierung der einzelnen Methoden kann dann schlussendlich das beste Modell für uns ausgewählt werden und im Abschnitt der Selektion weitergegeben werden. Und wenn dieser ganze Prozess dann durchlaufen ist, das heißt, wir haben schon unser Modell trainiert, mit unseren Hyperparametern parametriert, haben wir dann ein trainiertes, datengetriebenes Modell, das enthält viele Faktoren oder viele Komponenten des Templates, eben das Preprocessing oder auch die Feature Extraction, um eben das explizite ML-Modell oder Service-Modell, es muss ja nicht immer ein ML-Modell sein, was wir vorher durch unsere Kreuzvalidierung und durch unsere Tests ausgewählt haben, zu durchlaufen. Und das ist dann ein ganzheitliches Modell nach unseren Vorstellungen, was dann im nächsten Schritt an den Part des Deployments weitergegeben wird. Und jetzt springen wir so ein bisschen schon in das zweite Handlungsfeld. Also wie können wir jetzt dieses ganzheitliche Modell, was jetzt bereits existiert, was zwar ein Experte vorkonfiguriert hat, eventuell, aber ich immer noch als Maschinenoperator oder welche Funktion man auch immer übernimmt, dann nachher bekommen habe durch unseren Service, haben wir auch verschiedene Ebenen des Deployments, analog eigentlich auch zur VBS-Bereitstellung. Das heißt, natürlich stellt irgendwo ein Experte ein Template bereit und bereits hier beginnen wir eigentlich mit der ganzen Implementierung oder mit dem ganzen Ablauf des Deployments. Das heißt, bereits hier wollen wir schon mögliche Fehler abdecken und abfangen, bevor wir überhaupt dieses Modell, dieses Template in unserem Ökosystem registrieren können. Weil niemand möchte natürlich, dass ein fehlerhaftes Modell, eine fehlerhafte Berechnung möglicherweise auch von externen Dienstleistern in seinem eigenen Shopfloor bereitgestellt wird. Das heißt, im ersten Schritt haben wir den sogenannten VBS Integration Service, der eben das Ziel hat, dieses Modell, dieses Template in unserem Ökosystem zu registrieren und eben auch dementsprechend die digitalen Zwillinge in Form der Verwaltungsschalen bereitzustellen. Welche Aufgaben übernimmt der Integration Service? Das sind zum einen ganz klassische Software-Tests, damit wir eben auch die Fehleranfälligkeit eines Service vorhersagen können bzw. ausschließen können. Gleichzeitig geht es aber auch darum zu gucken, in dem Integrationstest, auf welchen Hardware-Architekturen kann dieser Service überhaupt laufen. Also ohne zu gucken, welche Anforderungen hat jetzt unbedingt dieser explizite Service an Daten, ist es immer noch sehr wichtig zu gucken, ist dieser Service, den ein externer oder auch ein interner Entwickler implementiert hat und registrieren will, ist der überhaupt auf meiner Produktpalette an Hardware, an Berechnungshardware überhaupt lauffähig und wenn ja, auf welchen? Das würde dann in dem Integrationstest herausfallen und gleichzeitig natürlich auch in dem digitalen Zwilling abgelegt werden. Der VBS Deployment Service, der fügt jetzt eigentlich genau daran an, an der letzten Folie. Das heißt, ich habe durch unsere VBS-Bereitstellung ein ganzheitliches Modell bekommen und möchte dieses jetzt auf eine auf ein bestimmtes Device, auf eine bestimmte Hardware deployen. Und hier ist natürlich das Ziel, dass ich meinen Value-Based Service automatisiert auf meine Hardware-Plattform ausrollen möchte. Dazu muss natürlich das Modell konfiguriert werden an die explizite Architektur meiner Hardware. Habe ich jetzt einen Cloud-Service
Oder habe ich aber auch einen Edge-Service, dann muss ich andere Schritte vollziehen, um dieses Ganze bewerkstelligen zu können. Und gleichzeitig wollen wir Kennzahlen des VWS ermitteln. Dementsprechend, wenn ich jetzt einen Cloud-Service mit viel Rechenleistung habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eben mein gesamter Service deutlich schneller läuft. Gleich aber auch die Daten durch meine ganze Datenbereitstellung verspätet im Sinne von der Latenz ankommen. Im letzten Schritt, wenn wir dann tatsächlich einen Service auf unsere Hardware ausgerollt haben, gibt es zum Schluss noch den Monitoring-Service, der eben für die kontinuierliche Überwachung aller Hardware- und Softwareinstanzen zuständig ist, um eben auch sagen zu können, ein Service ist jetzt fehlgeschlagen oder ein Service weist einen gewissen Fehler auf, da muss doch mal eingegriffen werden. Im nächsten Schritt würde ich ganz gerne so ein bisschen auf die, auf den aktuellen Status im Projekt drauf zu sprechen kommen, was das Deployment angeht. Im Sinne von, dass wir gerade so bei dem VWS Integration Service und dem Deployment Service angekommen sind. Und welche Fallstricke man sich durch gewisse Anforderungen, die wir an uns selber stellen oder an das Ökosystem stellen, auch mit sich zieht. Zuallererst ist es eine kleine Auswahl der Kennzahlen. Wir haben typischerweise im Integration Service hardware-unabhängige Kennzahlen, wie zum Beispiel Lines of Code oder auch die Test Coverage, damit wir sagen können, der komplette Value-Based Service ist eben durch Tests abgedeckt und sehr wahrscheinlich fehlerfrei. Gleichzeitig haben wir aber auch Kennzahlen wie zum Beispiel Speicherverbrauch oder Ausführungszeit, die von Hardware-Architektur zu Hardware-Architektur unterschiedlich sind. Die sind dann dementsprechend hardwareabhängig. Das Ganze müssen wir natürlich irgendwie lösen, weil wir diese Kennzahlen ermitteln wollen. Wie machen wir das? Wir emulieren unsere Hardware, die wir zur Verfügung stehen haben. Das heißt, wir bilden sie virtuell nach und führen vorher ein sogenanntes virtuelles Deployment aus. Das heißt, wir konfigurieren unseren Service mit Trainingsdaten und konfigurieren ihn auf unsere spezifische Hardware, die wir emuliert haben, um dann eine Annäherung von diesen Kennzahlen an das Originalsystem zu haben. Und wir wollen jetzt im ersten Schritt auch erstmal gucken, welche Aussagen können wir überhaupt durch eine solche Emulation ableiten. Sicherlich wird es sowas sein wie, dieser Value-Based Service ist jetzt auf meiner Hardware-Architektur lauffähig oder eben nicht. Grundsätzlich wollen wir aber auch natürlich Kennzahlen ermitteln, was den Speicherverbrauch und der Ausführungszeit angeht. Und da hat sich jetzt, deswegen sind da auch die beiden Diagramme auf der rechten Seite, hat sich so in den ersten Tests jetzt ergeben, dass wir durch die Emulation eines gewissen Prozessors, zum Beispiel jetzt hier in unserem Fall ARMv7 oder ARMv8, also einer Prozessorarchitektur, haben, dass wir da insbesondere, was den Speicherverbrauch angeht, sehr gute Aussagen darüber treffen können oder eine sehr gute Annäherung, eine Abschätzung geben können, weil sich das über verschiedene Berechnungsstrategien, über verschiedene Berechnungsalgorithmen in der Regel gleich verhält und das dann von Architektur zu Architektur einfach nur ein gewisser Offset ist. Bei der Ausführungszeit, deswegen ist hier auch da keine Grafik dafür vorhanden, können wir diese ganze Aussage nicht treffen, weil diese ganz unterschiedlich in Bezug auf die Rechenoperationen sind. Habe ich jetzt Matrizen zum Beispiel, die ich berechnen möchte in meinem Service, dann habe ich da einen ganz anderen Faktor, wie zum Beispiel die Primzahlenberechnung als Beispiel. Und das ist natürlich ein Problem, eine Herausforderung, der wir noch bevorstehen. Die ist jetzt in der weiteren Laufzeit gilt zu lösen.
Und da wir das Ganze auch immer mit dem digitalen Zwilling koppeln wollen und das auch natürlich ein Bestandteil des Deployments sein muss, um eben genau das abbilden zu können, was bei uns jetzt auf dem Shopfloor passiert, will ich hier einmal noch ganz kurz auf unseren Ablauf für die Erstellung der digitalen Zwillinge eingehen. Die Magnus natürlich schon vorhin ein bisschen im Gesamtkontext erläutert hat, und ich möchte jetzt hier einmal konkret auf das Deployment hervorgehen. Also wir sind natürlich vor dem Deployment, haben wir eigentlich zwei Assets, also zwei Produkte, die wir irgendwie so ein bisschen kombinieren. Also wir haben zum einen natürlich einmal unseren Value-Based Service, den wir durch Anforderungen und Fähigkeiten beschrieben haben, vollständig beschrieben haben, die auch unser Matching-Service benutzen kann. Wir haben aber auch gleichzeitig die Beschreibung unserer Assets, unserer Hardware-Architekturen auch vollständig beschrieben. Und was wir jetzt ja eigentlich im Deployment machen ist, wir fügen diese beiden Teile zu einem Gesamtsystem zusammen und haben dementsprechend eigentlich auch nicht mehr zwei Assets, die wir beschreiben, sondern eigentlich nur ein Asset. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt im Sinne der Hardware-Auslastung. Wenn wir sagen, wir haben auf einer Hardware-Architektur schon einen Service laufen, dann müssen wir natürlich auch sicher gehen, dass für einen möglichen zweiten Service da immer noch genug Speicherkapazität oder die Rechenleistung immer noch gut performant ist. Wie wir das Ganze lösen, ist im Endeffekt auch komplett durch standardisierte Submodelle abgedeckt. Wir fügen nämlich dem Hardware-Asset noch eine Oberkategorie hinzu und sagen, du bist jetzt Teil einer größeren Einheit, einer größeren Instanz und können darüber dann direkt beim Deployment auch darauf verweisen, welche Software jetzt auf welchem Gerät liegt. Das heißt, wir können immer eindeutig beschreiben, dass ein VBSX jetzt eben auf der Steuerung Y, auf dem Asset Y läuft. Und gleichzeitig können wir dadurch auch sagen, über unseren Monitoring-Service, da kommt jetzt nämlich die Brücke wieder zu allen drei Services vom Deployment. Über unseren Monitoring-Service haben wir dann auch Gewissheit über den aktuellen Status von allen beiden Assets. Ja, vielen Dank, Dennis. An dieser Stelle übernehme ich wieder. An welchem Punkt sind wir jetzt angekommen? Ne? Wir hatten einmal die Value-Based Services bereitgestellt, dann hatten wir ein Matching zwischen Value-Based Services und Shopfloor-Assets durchgeführt und im Anschluss die Value-Based Services deployed, und jetzt müssen sie halt noch mit Daten versorgt werden. Und dazu nutzen wir aus einem weiteren Vorgängerprojekt, nämlich jetzt sowohl IAP, erstellte Automatisierungsplattform für Big Data, nutzen wir als Plattform zur beraten Datenbereitstellung für VBS-Training und Ausführung sowie zur Rückführung der VBS-Ergebnisse. Die Plattform hat eine hohe Skalierbarkeit, hat Konnektoren zu verschiedenen Protokollen, beispielsweise MQTT und OPC-UA, nutzt intern Apache Kafka zum Transport bzw. Puffern und deployt alle Konnektoren in einem Kubernetes-Cluster. Hier auf der rechten Seite ist es dargestellt, wir haben einen Orchestrator, der über eine standardisierte digitale Zwillingsschnittstelle verfügt und dann on-demand Datenpipelines zwischen Shopfloor-Assets auf der linken Seite und Value-Based-Services auf der rechten Seite erstellt. Unser Connector-Services-Service würde jetzt beispielsweise einen Shopfloor-Asset über OPC-UA an die Pipeline ankoppeln, die Daten über Kafka transportieren und letztendlich dann beispielsweise über einen Connector zum VBS via MQTT die Daten letztendlich an den VBS liefern. Hier ist das nochmal ein bisschen übersichtlicher dargestellt. Hier auf der linken Seite hätten wir beispielsweise einen Shopfloor-Operator oder hier auf der rechten Seite beispielsweise auch der Matching-Service, der diesen Orchestrator triggert, die nötigen Daten
mitliefert, also welches Start Shopfloor Asset haben wir und welchen Ziel VBS haben wir. Und der Orchestrator würde dann basierend auf den Beschreibungen der Schnittstellen des Shopfloor Assets und des Value-Based Service eine Pipeline erstellen. Genau, und diese Pipeline erstellen und gleichzeitig dann auch in Betrieb nehmen. Ne, Pipeline im Sinne dann von Connector Service über Kafka wiederum mit einem Connector Service dann an den VBS verbunden. Und ja, der Orchestrator erstellt nicht nur die Pipeline und die Connector Services, sondern dazu auch die zugehörigen digitalen Zwillinge. Und diese digitalen Zwillinge geben dann jederzeit auch dann Auskunft über den Status der Pipeline bzw. der enthaltenen Komponenten. Ja, im Ergebnis kriegen wir jetzt ein Ökosystem, ein IFW0 Autosurf-Ökosystem, welches uns ja neue Wege in der datengetriebenen Produktion ermöglicht, und zwar durch Automatisierung der Umsetzungskomponenten. Das war als erstes die VBS-Bereitstellung, dann die Automatisierung des Matchings der Value-Based Services und Shopfloor Assets, in der Folge das Value-Based Service Deployment und letztendlich auch die automatisierte Datenbereitstellung. Und die Automatisierung basiert auf Industrie 4.0-konformen digitalen Zwillingen. Ja, und dadurch entsteht dann letztendlich ein Ökosystem, in dem Value-Based Services aufwandsarm entwickelt und angewandt werden können. Und wir erwarten dadurch Gewinne, wie es auch ja, in der sagen wir mal, Community erwartet wird, durch schnellere Integration von ja, Shopfloor-Assets oder auch Value-Based Services, durch reduzierte Stillstandszeiten der Shopfloor-Assets und dadurch dann auch durch eine in der Folge erhöhte Auslastung. Genau, und damit kommen wir jetzt zu den Mehrwerten für die Industrie. Wir sehen hier jetzt gerade ein Beispiel, welches die Projektpartner Lenze und Remmert ja, konstruiert haben. Und zwar ja, stellt Lenze Komponenten bereit, die wiederum von von Remmert integriert werden in ihre Anlagen und diese innerhalb der Anlagen oder für die Anlagen bietet Remmert verschiedene Services an. Beispielsweise ein Quality-of-Life-Service, der so eine Art Visualisierungs- und Analyse-Tool und gleichzeitig auch noch ein Condition-Monitoring-Service. Und diese Services wiederum integrieren Daten von Lenze Services, beispielsweise Drive Monitoring oder Asset Management. Jetzt ist ja, hier ein Breaking Change dargestellt. Also beispielsweise könnte Lenze seinen Drive Monitoring Service weiterentwickeln. Das würde beispielsweise dazu führen, dass sich die API des Drive Monitoring Services ändert. Als Folge müsste, damit der Quality of Life Service von Remmert weiterhin korrekt funktioniert, also die Daten vom Lenze-Service integrieren kann, der Zugriff auf den Drive-Monitoring-Service in dem Remmert-Service angepasst werden. Oder wenn IFW0 Autosurf ausgerollt ist, als Lösung ja, funktioniert, kann dieser, was ich eben beschrieben habe, der Quality of Life Service müsste geupdatet werden, kann durch die IFW0 Autosurf-Lösung abgefangen werden. Dadurch, dass ja, die IFW0 Autosurf-Lösung erkennt, dass ja, ein neuer Drive Monitoring Service hier auf der Lenze-Komponente vorhanden ist. Das heißt, erkennt auch, dass die Pipeline zwischen Quality of Life und Drive Monitoring geupdatet werden muss. Das heißt, nicht der Quality of Life Service von Remmert wird geupdatet, sondern automatisiert wird die Datenbereitstellung angepasst. Ja, das heißt also letztendlich, der obere Service muss nicht geupdatet werden, sondern letztendlich erfolgt das Update durch die IFW0 Autosurf-Lösung, was natürlich eine erhebliche Erleichterung darstellt. Genau. Wie sieht es jetzt mit den Verwertungsperspektiven bei den Partnern aus? Genau, da haben wir eben zum einen schon mal so unser überfassenden Use Case gesehen zwischen Remmert und Lenze. Remmert ist in erster Linie durch seine Produkte, dem Materiallager, eigentlich immer zu Beginn einer Produktionskette. Das heißt, ist auch immer ein sehr wichtiger Part.
Und hier sollten Ausfallzeiten oder Ausfälle natürlich unbedingt vermieden werden. Und REMAT möchte natürlich die Erkenntnisse, die wir in unserem Projekt erlangen, genau auf ihr Materiallager, aber auch im zweiten Schritt auf ihre Produkte im Bereich der Intralogistik anwenden. Das heißt, zum einen natürlich sind es die Value-Based Services, die REMAT gerne für die weitere Anwendung benutzen möchte, im Sinne von Anomalieerkennung oder aber auch Restlebensdauerprognosen. Zum anderen aber natürlich auch die Schnittstellenbeschreibung, die wir eben schon gesehen haben, dass dass unser Projektpartner REMAT zunehmend sieht, dass die Schnittstellen zu Drittanbietern immer vielfältiger werden und dass da eine Lösung geschaffen werden muss, damit diese automatisiert abgefangen werden kann. Für Lenze ist das ein ziemlich ganzheitlicher Blick auf das komplette Projekt. Lenze möchte gerne eigentlich komplett alle drei Handlungsfelder, die wir eben beschrieben haben, in ihr Portfolio aufnehmen. Da geht es zum einen natürlich um die automatisierte Datenbereitstellung. Lenze hat schon mit dem Drives Data Hub einen Connector, der es ermöglicht, Daten von Steuerung oder Feldgeräten zu erlangen. Aber die Ergebnisse aus diesem Projekt sollen natürlich in diese Entwicklung nochmal mit einfließen. Das Gleiche gilt für das Deployment von Diensten oder im nächsten Schritt eigentlich auch von kompletter Firmware in der über die Lenze eigene Nupano Cloud, der Open Automation Plattform, dass da Kunden, die eine solche Steuerung auf ihrem Shopfloor integriert haben, automatisiert eben Firmware-Updates oder aber auch Service-Apps herunterladen können. Und im letzten Schritt soll das Ganze natürlich im Sinne der Interoperabilität über die Informationsmodelle der Verwaltungsschalen, also dem digitalen Zwilling, natürlich beschrieben werden. Ein ähnliches Bild haben wir bei unserem Projektpartner Weidmüller, der auch im Bereich der Steuerung sich sehr stark in dem smarten Service Deployment einsetzt. Das heißt, hier soll auf jeden Fall die Fragestellung beantwortet werden, wie kann ich aus Quellcode automatisiert eine App generieren, die ich dann im besten Fall auch automatisiert auf meine jeweilige Steuerung ausrollen kann. Und Weidmüller möchte gerne eben in diesem Schritt aus unseren Verwertungsperspektiven und aus unseren Ergebnissen profitieren. Und auch im zweiten Schritt ist Weidmüller sehr interessiert an der Vernetzung von Service und Maschinen und wie das Ganze funktionieren kann.